ersten 10-minütigen Impuls-IKT-Perspektive von Covid-19. Die Pandemie hat gezeigt, die technischen Fähigkeiten sind vorhanden, zumindest was für die Smack-Medien nimmt. Die wichtigste Veränderung ist aber diese Usage Capability. Die Chance entsteht dadurch, dass die Nützlichkeitsvermutung für diese Techniken nun vorhanden ist. Es ist bewiesen, dass es funktioniert, aber eben nur, wenn Infrastrukturverfügbarkeit gegeben ist. Und Infrastruktur ist nicht nur Netzwerk, sondern ist auch Regelungsinfrastruktur, die ich brauche, um das entsprechend machen zu können. Wenn man das auf die Meta-Skills sieht, dann haben wir gesehen, dass es funktioniert und auch ganz schnell gelernt. Auf der anderen Seite ist aber jetzt eine Situation entstanden, wo manches, was ganz festgefügt war, man muss ins Büro gehen, man fährt zum Papierstapel, statt die digitalen Daten kommen zu einem, anders austariert werden müssen. Und das macht es ganz schwierig, weil dieses neue Austarieren erfordert natürlich einen zukunftsorientierten Diskurs, einen nach vorne gewandten, breiten Diskurs, wie würden wir es gerne haben wollen. Ganz zum Abschluss wäre mir jetzt noch wichtig, dass wir natürlich nicht alles über den Haufen werfen wollen, was wir hatten. Für CEOs habe ich mal folgende Herausforderungen zusammengestellt und um eine für die Politik ergänzt. Natürlich bleibt es ganz wichtig, die Technologietrends, die wir haben, immer unter dem Nachfrage von Purpose, also von gesellschaftlicher Zielsetzung zu betrachten und dabei die Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit, Klimawandel zu betrachten. Die Plattformökosysteme als ökonomisches Wettbewerbsmittel spielen weiterhin eine große Rolle. Und die Plattformschere zwischen Europa, USA und China bedarf unserer größten Aufmerksamkeit. Und dann kommt eben tatsächlich hinein, dass die Aufgabe der rechtlichen Regulierung für die Plattformentwicklung weiterhin bedeutsam ist. Und wenn wir überlegen, welche Videokonferenz-Tools wir jetzt genommen haben, wo das gerade herkommt und wo wir Alternativen haben, wird es relativ deutlich. Und das heißt auch, dass die Aufgabe der Wiedergewinnung der Kontrolle über kritische Informationsinfrastrukturen eine Aufgabe sowohl aus der Politik, wie aber auch eine Aufgabe aus der Beschaffungsverhalten, insbesondere auch der Firmen ist. Und deswegen ist für mich die Überlegung, dass wenn wir über Technikinduktion induzierte Wirkungen in Wirtschaft und Politik und Verwaltung hineindenken, wir gucken müssen, dass diese Corona-Unterstützung, die bestimmt gebraucht wird, eben dazu dient, nachhaltig und auch mutig die strukturellen Hindernisse, die wir haben, um Digitalisierung und Innovation voranzubringen. Also die Chance zu nutzen, das, was an Veränderungen sich in Gang gesetzt hat, nicht wieder komplett zurückzudrehen. Das, was wir an Löchern entdeckt haben in der Versorgung, was wir an Notwendigkeiten entdeckt haben, zu nehmen und sowohl den Fokus der gesellschaftlichen auf Nachhaltigkeit wie auch die Befähigung zum Zusammenstehen und mutigen Handeln in die nächste Phase mitzunehmen.